Hallo und herzlich willkommen hier zum siebten Part von The Forest, den Survival-Überlebenstraining. Ja, mit euren Danny hier. Ja, wie gesagt, letztens haben wir ja schon angefangen hier unsere kleine Hütte zu bauen und es ist tiefste Nacht. Das ist nicht gut. Wir gehen jetzt mal schlafen. Ich möchte hier ein bisschen was sehen. Ja, Straßenlaternen haben wir noch nicht hier. Ja, Freunde, wir müssen unser Dach weiter decken, dass wir unsere Hütte hier bekommen. Ja, dafür brauchen wir natürlich Holz zum Umwinken. So, gibt mir das Holz, gibt mir das Holz, gibt mir das Holz. So, ja, ich bin ja mal gespannt, ob unsere Freunde und Kupferstecher, unsere Nachbarn, unsere Flirters heute wieder mal einen Besuch abstatten. Ja, ich hoffe, dass sie Kaffee, Tee und Kuchen, selbstgemachte Erdbeertorte mitbringen. Ja, das verlange ich zumindest, wenn sie uns an den Oberschenkel wollen. Ja, wer nett will, wer nett ist, der kriegt auch eine Belohnung. So, Dach weitergesetzt. Nehmen wir noch die Holzstücke auf hier. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt viele Projekte schon am Laufen hier. Ja, es ist wunderschön, wie ihr das verfolgt und kommentiert. Das freut mich tiefst. Ja, die vielen Tipps, die ihr mir gibt, das ist mir so wichtig. Was ich auch vieles nicht sehe, nicht höre, ist es wunderbar, dass manche Leute sich echt ins Zeug legen, wir es ein wenig zu erleichtern. So, gib mir das Holz. Ja. Also, dafür erstmal ein Dankeschön von mir. So, werden wir heute mal unser Dach hier zu Ende decken. Ist ja nicht mal viel. So, so, so. Wo sind noch Baumstämme? Hier sind noch Baumstämme. Ja, es gewittert schon wieder hier im Urwald. Dafür brauche ich jetzt ein ordentliches Haus, dass ich nicht mehr nass werde. Ja, wo können wir es denn dran setzen? Hier. Ja, die erste Seite ist schon fast gedeckt hier bei The Forest. So. Ja, hier liegt noch ein Baumstamm. Halten wir noch schön die Umgebung im Auge. Ihr wisst ja, die Nachbarn sind überall. Wie in Real. So, wir brauchen noch weitere Baumstämme. Ja, so ein Haus ist ja nicht aus zwei Ästen gemacht. Was war das? Ja, es erinnert mich ein wenig hier an den Landwirtschaftssimulator. Da könnte man doch, glaube ich, auch forsten. Aua. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, die Musik wird schon wieder krimineller. Es kommt bestimmt bald der Steuerberater oder die netten Nachbarn. So. Stein auf Stein. Ach nee, Holz auf Holz. Wir forsten hier leider den Wald ab. Ja, viele Umweltschützer werden jetzt wieder sagen, kannst du ja nicht machen. Aber wir sind hier in ein Survival-Horror-Game. Wir müssen ums Überleben kämpfen und da können wir leider nicht auf die Umwelt aufpassen. Ja, ich verspreche euch, wir werden irgendwann noch Bäume pflanzen. Ja. Aber bis dahin,
ja, rotten wir erstmal die Hälfte des Waldes ab, um ein Haus zu bauen. So. Ja, es fehlen immer noch Stämme. Ja, und wir müssen jetzt erstmal was essen gehen. Ja, jeder Arbeiter hat eine Pause verdient. Ja, unsere Nachbarn sind auch schon wieder da. Yippie-yay. Ja, machen wir ein Feuerchen an, legen unser Lego an auf den Rost, nehmen unsere Axt in der Hand, ja, und werden uns verteidigen, wenn unsere Nachbarn wieder scharf auf uns sind. Ja, die kommen meistens immer, wenn ich mir was zu essen mache hier. Ja, das zieht wahrscheinlich rüber in ihre Pension. Ah, die sagen sich, der Lenny, der macht wieder was zu essen. Da könnten wir doch glatt mal vorbeigehen, bevor wir unseren eigenen Herd hier versauen. Aber nicht da, alles für mich. Dankeschön. Ja, ist denn unsere Falle mal ausgelöst worden? Nein, immer noch nicht. Mal hier noch Licht an. Ja, da oben rennen sie. Werden wir ihn begrüßen. Hallo. My name is Survival Camp. Ach nee. So. Ja, hier unten wohnen die Flodders. Ja, hier liegen noch schöne Baumstämme, die tragen wir jetzt runter. Setzen die jetzt hier drauf. Ja, warum fehlt hier immer noch ein Holz? Ist das der Kamin oder der Kaminabfluss? Keine Ahnung. Hack den Baum! Hack den Baum! So. Es gewittert. Es wird Zeit, dass unser Dach dicht wird. Sind jetzt hin? So. Ja, nicht mehr viel. Wir haben es gleich geschafft. Es ist ein Gaumenschmaus. Wo sind jetzt das andere Holz hin? Ach, Jungs. Gucken wir mal in unseren See hier unten rein, ob hier irgendwas blinzelt. Nein. Ich habe doch gerade hier Holz abgebaut. Wo zum Teufel ist das Holz? Tja, verschwunden, weg, ich weiß es nicht. Ja, dann müssen wir noch einen Baum fällen. Aber ich schätze mal, das dürfte ja dann irgendwie mal reichen für dieses Haus. Müsste man ja einen halben Wald abholzen, um ein Haus zu bauen. Wir merken uns hinter der Birke, hinter den Ach Mann! Die sind ja auch schon wieder da. Hallo! Schön, Sie kennenzulernen! Komische Nachbarn. So, wo habe ich jetzt mein Holz wieder hingeschmissen? Ach Mann! Vorne vielleicht noch. Ja, zumindest müssten hier auch noch zwei Stämme liegen. Hier liegt einer.
dann müssen wir theoretisch bald fertig sein. Ja. Ja, theoretisch müsste es noch... Es sind schon noch ein paar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wahrscheinlich machen wir hier noch eine Garage dran setzen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, nehmen wir noch die... Können wir nicht. Müssen wir also noch einen Baum fällen. Ja, ihr Freunde, ihr seht, das ist schon ganz schön weitläufig hier eine Hütte zu bauen. Aber was soll's? So, komm, fall um. Ha, gut. Dürfen wir bloß nicht vergessen, wo die liegen. Ja. Es ist schon Wahnsinn, wie da 82 Holz verbaut ist. In so einer kleinen Hütte. So. Ja, nicht mal viel. Wir machen jetzt noch hier Boden legen, so wie ich das sehe. Ah, schmuckig. Hätte ich wohl nicht unbedingt gebraucht, aber ja. Wenn es so ist, dann ist es so. So, haben wir jetzt noch irgendwie Baumstämme hier liegen? Nein. Also heißt das wieder mal, hack das Holz. Ach ja. Nein! Du, ey, ich sag das. Kletter du mal auf deinen Baum, du kleines Äffchen. Mann, oh Mann, sind die ja lästig. Ja, ich trau mich gerade hier nicht die Baumstämme offen. Na, sag mal. Adieu. Sherry. So. Tragen wir unser letztes Holz jetzt noch hier runter. Zu unserer Hütte. Ihr seht, das kann sich auf mehrere Parts ziehen hier. So eine Hütte hier zu bauen. Also kann das sehr, sehr langwierig werden. Aber das ist ja die Herausforderung hier bei The Forest. Dass man mit zwei Holz hier nicht eine ganze Burg bauen kann. Man muss sich alles erkämpfen. So, wo ist das andere Holz jetzt hingefallen? Haut das Holz! Zum 18. Mal. Wir sind da. Und du nicht. So, Freunde, ich würde sagen, wir tun jetzt noch das restliche Holz hier in die Hütte. Und ja, verabschieden uns dann in den Part. In den nächsten Part. Wenn es so heißt, Survival Training mit euren Danny hier in den Hüttebau. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ihr hier zugeguckt habt. In den nächsten Part werden wir dann unsere Bude hier dann endlich mal fertig bekommen. Und ja, habt eine kleine Überraschung dann für euch. Ja, lasst euch überraschen, was es ist. Bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich. Tschüssi.